Haben Sie diesen Film schon synchronisiert? Ja. Er wird morgen oder wann? Morgen? Morgen oder übermorgen kommt es in Deutschland raus. Ja. Ich finde das also eine wirklich wunderschöne, subtile Geschichte. Und so ungern ich also es habe, wenn man im Rahmen einer solchen Sendung hier irgendeine Form von Werbung macht, so möchte ich in diesem Fall das wirklich vollkommen ausschalten. Denn das ist ein so schöner Film, dass ich nur wünschen könnte, dass viele Menschen ihn anschauen. Ja, ich hoffe auch, dass es ein Erfolg wird. Wie sieht es aus mit Deutschland? Möchten Sie in Deutschland wieder Filme machen? Ja, gern. Was für eine Art Filme müsste das sein? Mit wem? Das habe ich schon mal gesagt, zum Beispiel mit jemand wie Fassbinder. Ja. Haben Sie konkret mit ihm über irgendein Projekt gesprochen? Nein, nicht wirklich konkret. Wir haben uns ein paar Mal ganz kurz gesehen und ich hatte das Gefühl, dass er das auch möchte. Aber dazu braucht es Zeit und wir müssen darüber sprechen und wirklich etwas finden. Haben Sie Filme von ihm gesehen? Ich habe Filme von ihm gesehen, ja. Und ich würde wirklich sehr gerne mit ihm arbeiten und würde gerne wieder in Deutschland Theater spielen mit meinem Mann. Mhm. Was käme da in Frage? Haben Sie was ein Neues, Stück ein Kopf? Modernes? Nein, nein, nein. Ein modernes Stück, und es wird heutzutage werden ja wirklich wenig gute Frauenrollen geschrieben. Also wir müssen jetzt mal kurz die Bilder anschauen. Das ist ein Hochzeitsfoto, glaube ich, auf dieser Seite. Ist es richtig? Nein. Ne? Aber etwa zur Zeit. Hochzeitsfotos gab es keine, glaube ich. Aber ich meine etwa zur Zeit. Ja, ungefähr. Ja. Und das ist einige Zeit später, wo die Löckchen bei Harry May ein bisschen länger geworden sind. Das steht ihm ganz gut. Steht ihm sehr gut, ja. Herr Scholz, Sie kennen Romy von früher her, nehme ich an. Berlin, ja. Ja, ja, ja. Wir kennen schon einige Jahre. Und auch Harry May. Ja, wir sind mehr als 16, 17 Jahre befreundet. Was für ein Stück könnte denn das sein? Sollte das Boulevard sein? Oder? Nee. Nein. Nee. Keinenfalls. Nee, das kann ich nicht. Das kann mein Mann, aber ich kann das nicht. Ja, das kann er wirklich sehr gut. Nein, Virginia Woolf zum Beispiel, aber 25 oder 20 oder sagen wir 10 Jahre jünger. Und gibt es eine Lieblingsstadt, wo Sie gerne spielen würden? Hier in Deutschland? Ja, oder ist das egal? Das ist mir egal. Käme auch Wien in Frage? Ja, selbstverständlich. Ich habe da was gehört, sowas. So? Es gäbe da irgendwelche Pläne. Ach so, da wissen Sie mehr als ich. Naja, naja. Würde ich Berlin vorschlagen. Ich habe gehört, dass ich von London gekommen bin. Das ging mir schön her. Ein außerordentlicher Freund von mir sich beklagt hat, dass alles so ordentlich zugeht. Und erstmals gestatte mir, unordentlich einzugreifen. Ich bin von London her geflogen. Vertreter einer kleinen Produktionsgesellschaft. Und ich gelesen habe, dass ich gerne Deutschsprache auf die Bühne spielen würde. Ich bin hergeflogen, um Ihnen eine Rolle in dieser eine Stadt Köln auf eine kleine Bühne zu bieten. Es hat mir etwas gestört in diesem Bericht im Stern. Sie sprachen von kleinen Gagen, vom Risiko des Theaters, aber es haben sich ein sicherer Erfolgsregisseur ausgenommen, Werner Fassbinder. Mit Werner Fassbinder könnten Sie nur Sie versagen, aber das Stück wäre bestimmt gut gemacht. Der Regisseur ist jung und nicht so bekannt wie... Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Sie hatten Zitat. Wenn ich mit Fassbinder arbeite... Sie würden gerne mit Fassbinder... Könnte nur ich versagen, Fassbinder nicht. Da haben Sie vielleicht recht, aber vielleicht haben Sie auch Unrecht. Denn Fassbinder wäre ja sicher jemand, der mir hilft. Und ich... Ihnen... Zwei Schauspieler brauchen Regisseure. Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Wir bieten Ihnen mit dem nicht Fassbinder Regisseur ein Ibsens Nora oder Strindberg, Fräulein Julie in Köln auf eine kleine Bühne. Ja, das sind Traumrollen. Also ich glaube, das ist so oft gespielt worden. Ich kann mit dem Herrn Termine ausmachen. Kann ja. Ich nach draußen gehen? Vielleicht kann man draußen. Ja, vielen Dank. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir das Problem hier an Ort und Stelle nicht lösen können, aber es ist eine schöne Idee vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Frau Schneider im Augenblick sich dazu endgültig und definitiv äußern kann. Ist es richtig? Das stimmt, ja. Recht herzlichen Dank, wir können fortfahren.
Es wird immer wieder das sogenannte Deutschland-Verhältnis angesprochen. Und ich nehme eigentlich an, dass man es wenigstens kurz besprechen sollte. Gibt es Ressentiments irgendwelcher Art? Meinerseits überhaupt nicht. Und woraus sind diese Dinge entstanden? Sind das Dinge, die von einer gewissen Presse hochgespielt worden sind? Oder ich meine... Teilweise schon, aber ich weiß nicht warum. Ich meine, es ist mir völlig klar, als Sie schon eine riesige Karriere in Frankreich und in anderen europäischen Ländern gemacht hatten, hat man hier nur Klatschgeschichten zu lesen bekommen. Wo längst alle über Sie geschrieben haben, dass Sie sich zu einer großen Schauspielerin emanzipiert haben. Große Schauspielerin. Naja, oder zu einer wichtigen Ich versuche zu lernen und habe versucht, anderes zu spielen und nicht mich im Kreisel zu drehen und weiter Sissi zu spielen. Und ich attackiere diese Filme nicht. Im Gegenteil, das hat mir ja sehr geholfen. Also womit hängen diese Missverständnisse Ihrer Meinung nach zusammen? Ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Man hat mir übel genommen, dass ich nach Frankreich gegangen bin, wobei die Presse vergessen hat. Ich glaube niemals das Publikum, denn ich glaube auch nicht, dass das Publikum mich weiter als Sissi sehen will. Na, sicherlich nicht. Ich glaube das nicht. Die Presse spielt das weiter hoch. Ich kann ja kaum eine Seite im Spiegel, sei es der Spiegel oder was anderes, Personalien aufmachen. Da steht der Name, mein Name und in Klammer Ex-Sissi. Oder die Jungfrau von Geisel-Gasteig, was weiß ich. Ich meine, das hat immer noch nicht aufgehört. Naja, man darf natürlich nicht vergessen, dass die Sissi, sagen wir, damals aus dieser ganz spezifischen Zeit geboren war. Nicht? Es waren diese schwierigen Jahre. Der Krieg war noch relativ kurze Zeit vorüber. Und man ist damals in eine Art von so eine Nostalgie verfallen. Nicht die ganz jüngste Vergangenheit, die Sicher, war verpönt, Sie haben recht, das stimmte dass man zurückgesprungen für diese Zeit. Auf den Kaiser, nicht wahr? Und Sie waren halt das Idol. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ich meine das damit. Und sicher gibt es heute noch einen geringen Prozentsatz von Menschen, die dem halt noch nachhängen und sagen, ja, unsere, diese Ein geringer, ja, das nicht, Sie haben sicher, sicher ich hoffe, gering. Sie haben recht, aber es ist doch etwas merkwürdig. Ja, ältere Leute halten, glaube ich, immer noch an der Zarah Leander fest, aber deswegen ist sie kein Idol der Gegenwart mehr. Sie ist eine lebende Vergangenheit und ich glaube, jeder sollte mit der Vergangenheit fertig werden. Das sollte die Presse, das sollte das Publikum und das sollte auch der Star. Man kann nicht immer mit der Vergangenheit fertig werden. Also der Beweis, denn ich meine, das war teilweise für mich, Bubi, sehr verletzend. Denn wenn man sich Mühe gibt und weitermachen will und anderes, Neues machen will und immer wieder dasselbe liest und hört die Sissi, die alte Sissi, die Ex-Sissi, die was weiß ich was. Dann kommt man sich schon ein bisschen... Das war ein Idol, dass die Presse der Allgemeinheit... Das ist etwas verletzend, das ist alles. Das ist richtig, klar, ganz klar. Aber ich meine, darum sage ich, all die sollten das vergessen und sagen, jetzt haben wir eine andere Künstlerin, die sie entsprechend entwickelt hat. Und die mit dem... Keine Order geben und sagen, vergessen sie es denn. Ich glaube, diese Leistung der Gegenwart lassen das andere vergessen. Sind Sie nicht auch der Auffassung? Ich kann dazu nur sagen... Gibt es irgendetwas in Ihrem Leben, was Sie, wenn Sie es ändern könnten, ungeschehen machen, am liebsten ungeschehen machen würden? Nein, nichts. Ich bedauere nichts. Das ist doch sehr schön. Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Scholz? Ach Gott, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe mehr erreicht, als ich mir als Ziel gesetzt habe, wobei ich nicht weiß, ob ich hätte mehr erreichen können, aber ich bin mit dem zufrieden, was ich erreicht habe. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass man zufrieden ist. Gibt es irgendetwas, was Sie sich vorgenommen haben, was Sie... Ich bin nie zufrieden. Ja, das ist ja, das war ein Teil des Ehrgeizes. Aber ich meine, mit dem, was man erreicht hat... Ich beneide Sie. Er ist eben bescheidener, weil er ist schneller zufrieden vielleicht, nicht? Oder? Ja, das muss ja nicht aufhören. Ich meine, es muss nicht aufhören, dass man sagt, man kann doch jede Stufe, die man erreicht, sagt ja nicht, dass man dort stehen bleiben will. Man nimmt dann die nächste Stufe. Man muss nicht gleich ganze Häuser in einem Sprung überwinden wollen. Und das meine ich mit dem Zufriedensein. Mit dem Zufriedensein des Gegebenen, des Erreichten. Das schließt nicht aus, dass ich nicht weiter.